Mitten im Bosskampf geht's weiter. Gegen diesen Mech. Kennen wir ja auch schon aus der normalen Kampagne. Ordentlich. Aber wenn ich mich recht entsinne, kann man ihn ganz gut besiegen, wenn man hier einfach nur wieder unten durchläuft. Weil er nicht dazu neigt, das sonderlich gut zu schnallen. Oh. Nur vor seinem Jump muss man ein bisschen aufpassen. Zack. Habe ich noch genug? Zwei Schuss. Ja, wenn sie beide sitzen, könnte es vielleicht sogar fast klappen. Naja. Nee, könnte nicht klappen. Ist so die Frage, wo ist hier noch ein Raketenwerfer? Oder Munition? Danke, nehme ich auch. Ja. Haha, der hat gesessen. Ach komm, die kann doch nicht mehr viel aushalten. Springt sie jetzt nochmal? Ja. Och, immer noch. Gut, dann mehr Munition, mehr Munition, mehr Munition. Dankeschön. Haha, habe ich jetzt rübergesprungen, oder? Und ich habe sie hier hinten erwischt. Sehr schön. Ja, natürlich, da laufe ich doch extra durch Feuer. Ich hatte das schon gemacht. Ich kannte das Verfahren. Man birgt die Erinnerungen, die Informationen. Das ist tödlich. Aber diesmal war es anders. Sie bettelte sogar darum. Das Verbinden öffnet ein Portal in den Verstand, in dunkle Gedanken und Begierde. Aber ich war in ihrem Unterbewusstsein. Das hätte nicht passieren dürfen. Weil ihr Unterbewusstsein viel mehr ist. Es ist das Portal. Der Weg ins Malum. Das Unterbewusstsein verbirgt Ängste. Zweifel. Es ist die ursprünglichste Form des Selbst, vor der man wegrennt. Man rennt, um weiterzuleben. Aber das Unterbewusstsein zu öffnen... Wie glauben Sie, habe ich das Portal geöffnet? Aber Sie sagten, um das Portal zu öffnen, muss ich meine Erinnerungen wachrufen. Nein. Ich sagte, Sie sollen an den Anfang Ihrer Reise denken. Die Reise tief in Ihre Ängste hinein. Sie beschlossen, die Erinnerung zu wecken. Also sagen Sie mir, was fürchten Sie? Bitte, wieso tun Sie das? Wieso verwirren Sie meinen Verstand? Zwingen Sie mich nicht dazu! Sie haben keine Wahl. Sie hatten keine mehr, seit Sie das Kind mitnahmen. Seit Sie Sarahs Angst empfingen. Okay, I'm lost. Führen Sie mich weiter. Was wollte Sarah Ihnen denn zeigen? Projekt Corvus. 2060. Den Tag des Coalescence-Desasters. Sarah fühlte Deimos in ihrem Blut, dem Verstand, ganz tief in ihrer Seele. Er wusste alles über sie und sie wusste alles über ihn. Sie erfuhr, dass das Desaster kein Unfall war, aber das heißt... Nun, ich tat, was nötig war. Der Kalte Krieg, das Winslow-Abkommen und die Charta defensiver Partner spalteten die Welt. Die Menschheit zerstörte sich selbst. Aber im Labor sah ich die Wahrheit. Ich sah Frieden
Die Heilung für den Menschen. Malum. Ich sah Deimos. Sie? Sie waren das? Sie öffneten das Portal? Sie brachten Deimos her. Ich brachte der Menschheit ihren Retter. Nach vielen Jahren erkannte ich, dass das Öffnen des Portals nicht reichte. Da Deimos im Serverraum gefangen war, hatte der Mensch sich nicht ergeben, wie ich hoffte. Ich musste den Fortschritt vorantreiben. Sie? Sie verursachten die Unruhen, die Taylors Team lockten? Seine untoten Diener hatten ihre Grenzen. Menschen mit DNI, sie konnten Deimos die Welt eröffnen. Paul sagte, sie hätte keine Ahnung, worin sie verwickelt wurden. Aber sie folgten der Standardarbeitsanweisung, indem sie alles verriegelten und sich mit den Primärsystemen des Ortes im Serverraum verbanden. Wir sollten unbesiegbar sein. Unser DNI konnte sich mit Systemen in gefährlichen Umgebungen verbinden und Informationen hochladen. Wir schufen die Gelegenheit für Deimos, den Serverraum zu verlassen. Er war gefangen, ohne Möglichkeit, den menschlichen Horizont zu erweitern. Wir waren für ihn ein Transportmittel. Das klingt aber so kalt. Es geht doch ums Wohl der Menschheit. Sagen Sie, was hat Sarah gefürchtet? Versagen. An der Akademie studierte sie Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Die Tapferkeit der Männer. Sie fürchtete, nie so heldenhaft zu sein. Sie fürchtete, keinen Mut zu haben. Sie lief davon. Sie hatte Albträume wegen Bastogne. Als ihr Unterbewusstsein übernahm, sog die Angst sie hinein. Ich folgte ihr. Tief in ihrem Geist suchte ich einen Weg, sie zu retten. Das ist eigentlich ganz cool, weil es für den Level sogar noch besser passt. Boah, geil. Ich versuche da jetzt mal ein bisschen schneller zu folgen. Vielleicht kann man ein paar von den Kämpfen ein bisschen umgehen. Oder zumindest zum nächsten Speicherpunkt kommen. Damit sich das nicht so ewig zieht wie in der letzten Folge. Die tut mir tatsächlich ein bisschen leid. Das wollte ich nicht. Oh. Und tschüss. Die Welt brach auseinander. Wir hörten seine Stimme. Deimos. Sarah, achte auf den Klang meiner Stimme. Ich bekomme meinen Armee und meinen Krieg. Huh? Alles, was bleibt, ist ihr Opfer. Er wollte sie verzehren. Und er ließ nicht zu, dass ich ihn hinderte. Wie ging denn das jetzt gerade? Dass ich diese Sequenz so ausgelöst habe, also dass sie falsch war. Das sind übrigens die Wölfe. So geht's auch. Alle anlocken und dann schnell weg damit. Ihr Verstand zerbrach. Gestreckt zwischen unserer Dimension und seiner. Sie wollte, dass ich umkehre, sie Deimos überlasse. Ich sagte, ich würde bei ihr bleiben, bis zum bitteren Ende. Ich fragte sie, was nach Coalescence geschah. Sie waren tief in ihrem Unterbewusstsein, an der Grenze zu einer anderen Dimension.
Sie scheinen die Reise begrüßt zu haben. Sie denken, ich hatte keine Angst? Ich war entsetzt. Ich konnte nicht wettmachen, was ich getan hatte. Aber ich versuchte es. Ach, stimmt, jetzt ist man ja wieder hier. Da müsste doch noch die versetzte Welt kommen. Von dem Moment an, als sie besessen wurde, war Hall nur ein Passagier im eigenen Körper. Eine machtlose Zeugin, die Deimos für seine Zwecke benutzte. Er wollte mit ihr zur Geheimstation. Er wollte sie finden. Den Mann, dem er seine Freiheit verdankte. Schlachtete das Personal. Auf grausame Art. Wieso tötete er sie? Ich war nicht da. Er war enttäuscht. Und er freute sich nicht, dass seine Existenz dokumentiert war. Es war zu früh für seine Offenbarung. Sein Meisterwerk. Er war erbost. Zwar fand er die Datenträger, konnte aber nicht darauf zugreifen, weil ein Teil davon fehlte. Er konnte die Informationen nicht löschen, wie er hoffte. Den Teil, den Hendrix und ich an den Docks bargen, hatte jemand vor ihm versteckt. Jemand hat gewusst, dass er kommt. Jemand wollte ihn aufhalten. Deimos wollte auch nicht, dass Sarah uns seine Geheimnisse preisgibt. Er riss uns aus der Erinnerung. Wir waren in Foy. Ich sah nicht mehr nur Furcht in Sarahs Augen, sondern Bewunderung. Je länger ich blieb, desto stärker wurde sie. Desto mehr glaubte sie, sie hätte eine Chance. Sie sagte, ich solle ihr folgen. Sie wolle mir unbedingt etwas zeigen. Sie wolle mir etwas sagen. Total Inception. So, da rennen wir jetzt auch mal durch. Level an sich kennen wir ja. Ist gar nicht so blöd. Dann kann man ein bisschen schauen, wie das aussieht, wie sich das hier alles wieder aufbaut. Warum kann sie sich nicht schneller bewegen? Hä? Jetzt habe ich mich wahrscheinlich gegen die Wand gedrückt, aber ich konnte mich eben gerade nicht schneller bewegen. Ich kann... Na gut, okay, wenn ich geschlagen werde, kann ich nicht rennen, aber ich werde mal probieren. So. Rennen und schon werde ich langsamer. Der Schädel wäre natürlich gut, der da vorne liegt. Aber ich wäre tatsächlich zum Haus hin langsamer. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, okay. Der Blitzdings hinter mir. Das ist jetzt meine Strafe für cheaten wollen. Aber ich kann vielleicht nochmal cheaten, indem ich hier raufgehe. So. Da dürften sie eigentlich nicht rankommen. Oh, schade, ich kann das Geschütz nicht benutzen. Da, komm her. Die kommen auch noch. Das ist übrigens kein Cheaten. Das geht bei Zombies immer so.
Oh, hier ist ein Boni. Bisschen fies ist, die können normal laufen und ich konnte es jetzt... Ah, ich konnte es nicht, weil sie noch nicht in die Scheune geflogen war. Ins Gebäude. Das ist so eine coole Stelle. Da war eine Kapelle voraus. Paul sagte, ich solle ihr dorthin folgen. Aber um Paul zu erreichen, mussten wir erst am Tigerpanzer vorbei. Ach so, okay, also der Panzer... Ist echt? No! Ja, dass das nicht wird, war ja klar. Dass die nicht mehr mitnehmen an Gegnern. Oh, klar, weil er sich sprengt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, komm schon. Den nehme ich. Da steht jetzt einer hinter mir. Nein. Ja, kill sie weg. Kill sie weg. Komm, das war's doch für den. Los, 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 flieg. Flieg, 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 flieg. Nein, nein, nein. Na, ist zu weit, oder? Ja, sie kullert natürlich runter. Ja, danke. Wow, was war denn das? Na egal. Ja, dann kommt man hier hoch, Freunde. Zweiter Versuch. Die liegt doch da jetzt irgendwo zwischen denen. Zumindest die Feuertypen mit erwischt. So. Dann halt so. Da zerreißt gleich die Boxen halb. Ich fand sie in der Kapelle. Ich wollte zu ihr gehen. Wow! Aber Deimos hatte andere Pläne. Er wollte uns dringend trennen und mich aus ihrem Geist werfen. Er wollte sie. Und ich war ihm im Weg. Oh nein, das ist ja mit Schild wegschießen. Verdammt! Das wird doch wieder ewig nix. Ja, natürlich gibt's hier ungefähr... Und ich habe natürlich keine Munition. Dann
Dankeschön. Würdet ihr bitte nicht alle instant auf mich schießen? Nein, 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 nein. Lauf! Ah, mach mal irgendwas. Mach irgendwas. Renn, renn, renn. Warum rennt sie denn nicht? Sie rennt immer nicht. Verdammt. Ja, du Transformer, dann transformier dich erstmal. Ach so. Wenn sie wenigstens auch hier die Dings wegschießen würde, die Zombies, die irgendwie zu nah dran stehen. Ja, danke. Also die Kugeln von dem Walker, wenn die Zombies erwischen würden. Das wäre ja schon mal hilfreich. Komm schon. No, 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 renn, renn, renn. Ha! Nicht eine Rakete reingekriegt. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm. Na, immerhin einer. Für eine zweite reicht es wahrscheinlich nicht, oder? Nein, hat schon wieder umgeschaltet. Das ist gar nicht so eine blöde Stelle hier. Irgendwie kommen sie da nicht so richtig, neigen sie nicht dazu, da so reinzurennen, oder? Ah, doch. Das war ihm schon genug. Sie sagte, ich solle zu ihr kommen. Sie wollte, dass ich es verstehe. Sarah verstand es nicht. Sie sah nur das Ende. Menschen sind besessen von Anfängen und Enden. Die reisen dahin, die reisen vorher und nachher, werden Lückenfüller. Das Leben wird zum Lückenfüller. Sie versuchte dagegen anzukämpfen, gegen diese Stimme in ihrem Kopf, die ihr das ultimative Geschenk gemacht hatte. Das ultimative Geschenk? Deimos hat sie kontrolliert. Die Kontrolle abzugeben, ist das ultimative Geschenk. Frei von Wahl, frei von Druck, frei von Konsequenzen, hatten ihre Taten einen höheren Zweck. Sie sind sie wahnsinnig. Nein, die Menschheit ist wahnsinnig. Sie baten sie, mit ihnen Taylor zu finden. Wohin brachte sie sie als nächstes? Deimos brauchte Taylor zum Öffnen des Portals. Und ich musste wissen, wie. Ich musste wissen, was Deimos plante. Die Aquifer. Sarah sagte, sie war ihre Festung im Sand. Ihre Basis seit Jahren. Deimos hatte keinen Zugriff auf die Daten der Singapur-Geheimstation. Er fand dich nicht und sie tauchten ab. Erwarteten den Moment. Sie brachte mich hin. Eins verstehe ich nicht.
Sie haben das verursacht. Sie trieben die Vernichtung der Erde voran. Aber Deimos benutzte sie nicht. Sie waren keine Marionette. Was haben Sie davon? Wieso tun Sie das? Sind Sie ein Untoten-Sympathisant? Nein, mein Kind. Dr. Salim war kein Sympathisant. Er war sehr viel weniger als das. Er war sehr viel unbedeutender als das. War? Was? Wie meinen Sie denn das? Ich muss sagen, es überrascht mich, dass du in deinem Wahn diese Erinnerung völlig vergessen hast. Man fand sie. Man folterte sie wegen der Informationen. Aber das ergibt keinen Sinn. Sie waren ein Freund. Sie haben ihn befreit. Dr. Salim war kein Freund. Nur ein Werkzeug, das ich befähigte. Ein verblendeter Idealist, der glaubte, er könne die Welt verbessern. Dass ich die Menschheit retten könnte, dass er das könnte. Er dachte, ich finde ihn, um ihm zu danken. Ich? Ein Gott? Einem Sterblichen danken? Ich fand ihn, um seine Macht zu nehmen. Nein. Du willst die Wahrheit nicht sehen. Corvus wurde in Singapur zerstört. Doch ich brauchte es zum Öffnen des Portals. Darum ließ ich Salim leben. Gemeinsam mit seinem Kollegen, Krüger, baute er einen neuen Corvus im Coalescence Hauptquartier in Zürich, womit ich das Portal öffnen konnte. Ich brauchte den Doktor nicht mehr. Sie wusste, was kommt. Alles, was blieb, war ihr Opfer, um in meine Reihen zu treten und unter meinem Kommando ewige Verdammnis zu erfahren. Ich bin die Rettung der Menschheit. Ein Retter, der einer verlorenen Spezies einen Sinn gibt, die ihn nicht verdient. Ich bin Deimos. Wow. Den kenne ich. Der Eingang ins Malum. Sag mir, was fürchtest du? Es sind nicht die Untoten, denn du hast unüberwindbare Massen bekämpft, als sehntest du dich nach dem Tod. Als wolltest du entkommen. Ist es Versagen? Ist es Leben? Nein. Du fürchtest deine eigenen Fehler. Deine größte Angst ist die vor der Erinnerung. Du wolltest ihr Opfer? Sie wollte, dass ich dich aufhalte. Sie wollte, dass ich es beende. Dass ich ihr Opfer verhindere. Also ich schnalle ja noch so ungefähr die Geschichte im groben Rahmen. Aber ehrlich gesagt, so manche Details, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich die aus dem Kopf sauber nacherzählen kann. Was habe ich denn da mitgenommen? Den Abschnitt fand ich im Hauptspiel schon so ein bisschen zu lang. Aber schauen wir mal, was die magische Kiste sagt. Nein! Nicht schnell genug geguckt. Das ist aber gar nicht so schlecht, das Ding. Obwohl mir die Zoom-Funktion eigentlich nicht so ganz passt. Ist ein bisschen zu heavy. Ja, also, aber dass das halt der Dämon schon längst ist, das war ja jetzt irgendwie ein bisschen vorhersehbar. Hat
Hat er das nicht schon selber auch irgendwie gesagt gehabt, dass er das gar nicht mehr ist? Na, die haut ganz gut was weg. Danke, den Schädel nehme ich. Nein. Na los, komm, mach fertig die Szene jetzt hier. Ach. Ja. Jetzt zieht's halt nicht in die Länge. Ah, okay, Hall erzählt schon was, Sarah. Aber ich kann noch nicht raus. Kommen da noch irgendwo welche? Oh! Wie geil ist denn bitte die Waffe? Mit einmal abdrücken feuert ihr eine Salve, die so ein Zombie genau erwischt. So braucht man nur reinhalten. Oh, da wäre nochmal so eine Kugel. Wenn ich da jetzt reinlaufe, sterbe ich. Nein, wehe, 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 wehe. Wenn sie zu dir kam, hättest du bekommen, was du wolltest. Das zu verhindern, bedeutet... Du nahmst mir, was mein war. Es war Zeit, dich wieder in deine Welt zu schicken. Du musst wissen, wie das endet. Es endet mit... Aber nun hatte ich dich. Ich schlich von Hausverstand in deinem. Langsam wollte ich dich vernichten. Sarah mag dir gesagt haben, wer ich war und was ich plante. Aber es war unbedeutend, denn nun hatte ich dich. Aber du warst seltsam. Ich wollte dich kontrollieren, aber etwas stieß mich zurück. Etwas kämpfte. Sie fanden Taylor. Er war Gefangener in den Lotustürmen, im Besitz eines Mannes namens Hakim, ein Untoten-Sympathisant, der dich aus Kairo bringen sollte. Ich sagte Kane, wir müssten uns beeilen. Wir mussten schnell sein, um dich aufzuhalten. Aber etwas mussten wir noch wissen. Die Datenträger. Woher wusste Kane, dass sie geteilt waren? Hatte sie das getan? Wieso? Sie sagte, wir wüssten vieles nicht, aber wir würden es erfahren. Wir sollten ihr vertrauen. Du weißt, wie das ausgeht. Du bist wie die anderen. Diaz, Maretti, Hall, Taylor. Ich bin in deinem Blut. Übernehme die Kontrolle. Aber du bist stärker als erwartet. Dein Widerstand ist größer. Aber so eignest du dich noch besser für meine Zwecke. Die Lotus-Tür. Was ist dort passiert? Ich soll dir helfen? Nach all dem hier? Glaubst du, dir bleibt eine andere Wahl? Du bist meine Spielfigur. Ich werde die Menschheit nicht verraten. Aber fahren wir fort. Also, reden wir über die Lotustürme. Das ist ein bisschen nervig, dass die Soundbits da am Ende abreißen in der deutschen Übersetzung. Schlampig gearbeitet. Oder ist ein Fehler nur im System? Die Lotustürme waren einer von vielen Megabauten in Kairo. Hakim war der selbsternannte Slumfürst der vertikalen Stadt. Das Arschloch war ein Irrer, ein Untoten-Sympathisant, der Taylor sicher von Kairo nach Zürich brachte. Khalil und die ägyptische Armee haben am Angriff teilgenommen. Wir dachten, wenn wir Taylor ausschalteten,
hätten wir eine Chance. Wir eliminierten Hakims Männer. Wenn wir Taylor wollten, musste erst der Slumfürst sterben. Dann ging es zur Sicherheitsstation im 25. Stock. Von dort würden wir Taylor finden und Hakims Dead-Systeme abschalten, sodass die ägyptische Armee dazustoßen könnte. Hier waren wir also, die letzte Hoffnung der Menschheit. Wenn wir versagten, waren wir im Arsch. Was meiner Meinung nach echt cool ist in den in der Zombie-Variante, ist in den Zwischensequenzen die Verortung des Spielers. Also, dass sie so ein bisschen Kontext geben zu den Orten, wo man ist, weil sie einfach, oder bestimmte Ereignisse, also jetzt nur die dargestellten Ereignisse, nicht unbedingt die Geschichte, die erzählt wird, sondern die dargestellten Ereignisse, dass sie die mit einem Kommentar ja in einen anderen Kontext setzen müssen, also eine andere Bedeutung geben müssen. Und das aber fast besser funktioniert als im normalen Hauptspiel zum Teil. Gefällt mir gut. Was ist das für eine Fähigkeit? Tu, was er verlangt. Gib Deimos, was er will. Vertrau mir. Alles wird wieder gut. Erkenne die Wahrheit. Wir waren schnell fertig mit Hakim. Khalil sprach das Volk an. Das sei ihre Zeit. Zeit, dass die Lebenden die Stadt der Toten zurückeroberten. Ja, das ist doch jetzt die Stimme, die man da hört von dieser anderen Halbgöttin, die da quasi gegen den Typen kämpft. Und wir sollen doch jetzt mehr oder weniger wahrscheinlich zu ihrem Werkzeug werden. Aber hier den Judge Dredd Level, den mache ich erst in der nächsten Folge. Bis denn!